Herzlich willkommen zu einer letzten Folge von Gült. Wir schauen uns die zwei alternativen Enden an, die noch frei sind. Und ich habe noch die ein oder andere Überraschung. Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Was? Nein! Wir haben so viel durchgemacht. Und nur eine von uns kann gehen? Sally, du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung! Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Wenn ich Emily das Ticket gebe, wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Es tut mir leid, dass du weg warst, aber ich bin nicht schuld. Alles lief gut, aber nach dem, was dir passiert ist, beschuldigten alle mich, hassten mich. Ich glaube, ich wollte dich finden, damit die Leute mir vergeben würden. Aber ich schaff's nicht. Es ist zu schwer. Ich kann nicht hier bleiben. Tut mir leid. Ja, ich habe einen Blutquarzradar gefunden, verbesserten Quarzradar erhalten. Der Quarzradar leuchtet, wenn sich in der Nähe ein Blutquarz befindet, wie ihr oben im Bild schön sehen könnt. Außerdem zeigt er auf der Karte sämtliche Blutquarze an. Gefunden habe ich den hier oben auf der Karte, wo es jetzt gerade rot am Blinken ist. So, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie es geht. Und zwar probiere ich jetzt mal eben was aus. Wir frieren den ein. Das hatten wir schon mal gemacht. Und dann kommt hier rechts nämlich was raus. Ja, super. Und da ist ein Rad. Okay, manche Maschinen brauchen das. Genau. Dann versuchen wir das Ganze jetzt mal kurz zu reparieren. Und warten drauf, bis das dann weiterläuft. Perfekt. Und wir haben den Stein. Endlich. So, wir haben hier auch so einen komischen Vogelkäfig. Das Licht ist die Hoffnung einer verlorenen Seele. Okay. Ist jetzt die Frage. Von hier aus kann ich dann nicht drauf. Komme ich hier unten vielleicht drauf? Nee. Auch nicht. Versuch's mal von oben. Ich habe den Typen extra schon mal weggemacht. So. Oh. Bedeutet das was?
Okay, das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber es steht immer noch hier. Wir haben aber auf jeden Fall den Vogel bekommen. Hä? Okay. Das war... Ich glaub's ja nicht. Ich ehrlich gesagt gerade auch nicht. Da unten ist noch was. Was war's am Blinken? Vielleicht ein Tagebuch oder so? Wo sind wir denn hier? Keine Karten. Ja doch, eine Karte ist schon da, aber steht nicht wirklich drin, wo wir hier sind. Umkleide im Endeffekt. Noch ein seltsames Buch. Sally meinte, sie würde heute mit mir nach Hause gehen. Sally meinte, sie würde heute mit mir nach Hause gehen. Ich war so froh, endlich etwas Zeit mit ihr verbringen zu können. Wenn wir unter uns sind, ist sie wirklich nett, aber wenn ihre Freunde dabei sind, redet sie nicht mit mir. Ich habe sie an der Bushaltestelle auf mich warten sehen. Sie hat gelächelt und mir zugewinkt, als ich auf sie zugerannt bin. Aber dann haben sich ihre Freunde auf der anderen Straßenseite herübergerufen. Da hat Sally aufgehört, mir zuzulächeln. Ihre Freunde haben mich wie immer eine Rotzgöre genannt und Sally gesagt, dass sie in die Arkade wollen. Ich dachte, sie würde da bleiben, aber sie ist lieber mitgegangen. Dabei hatte sie doch versprochen, mit mir nach Hause zu gehen. Sie hat es versprochen. Ich habe ihr nachgerufen, aber sie hat mich nur geschubst und gesagt, dass ich abhauen soll. Ihre Freunde haben mich ausgelacht und dann musste ich wieder weinen. Ich weine immer. Sind das Sallys wahren Gefühle? Vielleicht sollte ich nicht nach Hause gehen. Vielleicht sollte ich wirklich abhauen. Ja, hier geht's nochmal weiter. Hier ist der Kerl, den ich gesucht habe. Du bist frei. Der zweite, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das eben aufgenommen hatte, der war übrigens in dem Labyrinth, wo ich dieses Teil gefunden habe, um diese roten Diamanten, sage ich jetzt mal, zu finden. Oh, was haben wir denn hier? Oh, hier ist auch noch was. Ein Tagebuch. Noch ein seltsames Buch. Was ist das hier für ein komischer Schatten? Noch ein Buch, noch ein Buch. Mir fehlt aber immer noch ein Bild in diesem Bereich. So, spielende Freunde, das war ein anderes Bild, was ich freigelegt habe. Und zwar war das so ein Bild, wo sich so Blubberblasen, sage ich mal, drüber bewegen. Und das habe ich dann angeleuchtet und dann wurde dieses Bild hier freigegeben. So, und wir sind schuld. Das ist alles unsere Schuld. Unsere Schuld. Wir hätten die Vorzeichen erkennen und den Stecker ziehen sollen. Aber wir waren blind. Blind vor Gier. Was bringt einen, ich bitte um Verzeihung, so brillanten Geist wie mich dazu, in so einer unscheinbaren Stadt wie Bethelwood zu wohnen und zu arbeiten? Darauf gibt es eine einfache Antwort. Es geht nicht um den Ort, sondern um das Projekt, das Trinity College gab. Newton Gelegenheit, unbeobachtet sein Ding zu machen. Das langweilige Patentamt in Bern spornte Einstein an, Newton zu überwinden und über ihn hinauszugehen. Natürlich geht es nie allein um den Ort, aber auch er spielt eine Rolle. In meinem Fall sogar eine sehr große. Er war blutrot und leuchtete. Er verströmte teuflische Schwingungen, die ihn wie ein vergiftetes, uraltes Geschenk vergessener Götter erschienen ließen. Wir nannten ihn Roten Quarz. Ein schlichter Name, damit keiner sich um seine irdischen, energetischen Eigenschaften kümmerte. Eigenschaften, die bei einem brillanten Geist wie mir die Vision einer kohlenstofffreien Zukunft weckten. Von fliegenden Autos und Höchstgeschwindigkeitszügen. Ich muss mal eben die Maus hier ein bisschen verschieben, weil das sonst immer wieder nach oben geht. Als ich allerdings die Berichte der Abteilung für geistige Gesundheit las, wurde ich unruhig. So viele Bergleute waren auf unerklärliche Weise in schlimmen Depressionen oder etwas noch Schlimmeren versunken. Um das Problem zu verstehen, ging ich den Geschichten über diese Berge nach.
und ich stieß auf ziemlich grausiges Material. Seltsamerweise erkannte selbst mein analytischer Verstand, dass darin ein Kern Wahrheit steckte. Wie der rote Quarz erschaffen wurde, die Kräfte, die am Werk waren. Wie auch bei so vielen anderen Dingen hatten die Ureinwohner es zuerst erkannt. Gebrochene Leute wie unsere Bergleute waren verschwunden. Der Berg war hungrig, erzählte eine der finsteren Geschichten. Er ernährt sich von Angst, den Ängsten der Verschollenen. Er erschuf eine andere Realität, einen Jahrmarkt unserer Ängste, um die Leute einzusperren und sich an ihren ewigen Leid zu laben. Ist eine Person erst ausgezehrt, wird sie ein Teil des Berges, ihr ihre Lebensessenz entzogen und in roten Quarz verwandelt. All das war so wahr wie die Schwerkraft. Ich versuchte, meine Kollegen zu warnen. Natürlich war es zwecklos. Sie dachten, ich leide an altersbedingter Verkalkung. Und weil ich nicht nachließ, wurde ich gefeuert. Deshalb musste ich den Brand legen. Es war nur ein kleiner Preis, um die Bewohner im Battlewood aus den Fängen der bösen Mine zu befreien. Zumindest dachte ich das. Aber Tom kam mir mit seiner unersättlichen Gier dazwischen. Sie bauten die Stadt wieder auf. Sie verlegten sie einfach auf die andere Seite des Tals und versuchten, die Mine wieder zu eröffnen. Mein ganzes Tun, das Leid und die Zerstörung, die ich angerichtet habe, waren vergebens. Die Bewohner Bethelwoods sind immer noch in Gefahr. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Der Berg hat mich gefangen und ich erblicke mit eigenen Augen, was er tut. Ich habe sein verdorbenes Herz gesehen. Alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, ist hier, um mich zu quälen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dafür büßen muss, dass in dem Brand so viele Leute gestorben sind. Ich höre, wie die lodernden Flammen näher kommen. Die Zeit der Buße ist gekommen. Ja, ich würde mal spontan sagen, dass das vermutlich der alte Mann geschrieben hat, den wir am Ende oder immer mal wieder gesehen haben. Okay, können wir hier irgendwas machen? Okay. Ich werde wohl verrückt. So weit weg, ne? Naja. Das Problem ist, ich will jetzt nicht mein letztes bisschen Akku hier verbrauchen, aber ich denke auch mal nicht, dass man den kaputt machen kann. Das ist schon ein krasses Bild, ganz ehrlich. Ja, Thema Bild. Das Bild fehlt mir immer noch. Das heißt, ich würde dann nochmal weiterschauen, ob ich da noch was finden kann. Und ja, Vögel habe ich alle gefunden im Spiel. Es fehlen mir noch 3 Leute irgendwo verstreut, wo ich ja quasi nochmal Ticketteile bekommen kann. Und wie ich ja mittlerweile weiß, wenn ich alle 10 Ticketteile bekommen habe, dann kann ich mir das dritte geheime Ende anschauen. Entsprechend werde ich nochmal weitermachen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, hoffe ich zumindest. Ich habe zwar noch nicht alle Bilder gefunden, aber ich habe mittlerweile alle Dokumente gefunden, alle Steine geholt und alle Leute entlassen. Das heißt, ich müsste damit dann auch alle Tickets haben. Wie ihr hier auf der Karte seht, stehe ich jetzt kurz vorm Eingang vom Hauptgebäude. Da gehen wir jetzt mal eben schnell rein. So, ich befinde mich jetzt unten in der Cafeteria. Ich schleiche mich mal eben schnell nach oben in die Halle rein. Das mache ich entweder mit Schnelldurchlauf oder ich cutte das mal kurz. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, der Exit. Und hier sind die Portale und damit kommen wir jetzt hoffentlich zur dritten und letzten geheimen Entscheidung. Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Was? Nein!
Wir haben so viel durchgemacht. Und nur eine von uns kann gehen? Sally, du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung! Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Wenn ich Emily das Ticket gebe, sitze ich fest. Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hier bleiben. Wenn ich Emily das Ticket gebe, sitze ich fest. Ich wähle sie mal aus. Was ist das? Sally, kann ich es mal sehen? Ich kann ihm das Ticket geben. Aber was wird er tun? Was hast du denn da, Sally? Wo hast du das her? Das Material ist nicht von hier. Es kommt von außerhalb. Doch diese Welt hat es verändert. Es zu etwas ganz Neuem gemacht. Ich glaube, damit kann ich etwas tun. Hier. Nimm Emily und verlass diesen Ort. Gemeinsam. Danke. Geht nun. Schnell. Geht. Sally? Ja? Ich war so sauer auf dich und hatte Angst und war allein. Emily, mir tut so leid, was ich dir angetan habe. Wenn ich nur... Es ist okay. Du hast mich gerettet. Danke. Ja, endlich haben wir das Ende, was wir uns wirklich verdient haben. Es ist sehr, sehr schade um den alten Mann, aber naja, irgendwie war mir schon klar, dass er da bleiben muss. Man musste wirklich viel machen, um dieses Ende zu erreichen. Und ich hatte zwischenzeitlich auch gedacht, oh Gott, nochmal durch diese ganzen Viecher durch und alles. Ich habe da nicht so Lust drauf, aber ich habe es dann doch gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, wenn man danach dann nochmal spielt, ist es so, dass nur noch die Gegner, die im Endeffekt am Ende des Spiels da waren, da geblieben sind. Also sprich, große Gegner, so Bossgegner oder so, sind natürlich alle weg. Die hatte man ja in Anführungszeichen besiegt. Und die Puppe in der Mitte des Raums ist wahrscheinlich von der Statue erwischt worden. Also die habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Da bin ich auch nochmal rumgelaufen. Allerdings gab es einige andere Gegner, die halt eben noch da gewesen sind. Nichtsdestotrotz, ich wollte dieses dritte geheime Ende finden und ich habe es gefunden und ich hoffe, ihr findet es genauso toll wie ich, dass wir das geschafft haben. Ja, das war dann wirklich meine letzte Folge zum Let's Play Guild und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, was auch immer ihr gerade habt, wenn ihr das Ganze schaut. Und ich sage dann jetzt mal endgültig bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.